Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 4 und ich habe nochmal zwei Sachen in Erfahrung gebracht und jetzt denke ich, dass wir auch alleine gut weiterkommen. Zum einen kriege ich jetzt gleich den zweiten Gratis-Coupon fürs Planet Threepwood und damit sollte ich auch das, das Rätsel in dem Restaurant lösen können. Und mit den Papageien, ja, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, ich irgendwie nicht. Seitdem ich die Frage gestellt habe und weiß, welcher die Wahrheit sagt, wackelt der andere Papagei immer mit dem Kopf. Also einer von den beiden, ich muss da wirklich hingucken, optisch wackelt der eine ständig mit dem Kopf und das ist der, der lügt. Das hätte ich vielleicht mal genauer sehen sollen. Und ich weiß, wie ich den dicken Ringrichter bestechen kann, wobei ich das noch nicht so ganz logisch finde. Aber da gucke ich mal ein kurzes Menü. Denn der, ich will die Kunden nicht erschrecken. Ja, der dicke Ringrichter möchte nämlich die Broschüre von Stan haben. Warum? Hey, ein Bild von dem griesgrämigen Tauchrichter. Aber die Blonde da ist auf jeden Fall nicht seine nette rothaarige Frau. Ach, das war das. Stimmt, richtig. Erpressung praktisch. Jetzt weiß ich es wieder. Alles klar. Gut, dann ergibt es Sinn. So, jetzt wollen wir mal eben mit dem Barkeeper sprechen. Denn der... Hi. Hey, ho. Was kann ich dir antun? Gibt uns ja einen Gutschein, falls wir das Rodeo gewinnen. So. Wie war das gleich nochmal mit dieser Seekuh? Das ist die mörderische, mechanische Seekuh. Ja. Ich würde gern mein Glück auf dieser komischen Seekuh versuchen. Alles klar. Zeig, was du drauf hast. Okay, ich fange mit der Stufe Bettnässer an. Das sollte für einen kräftigen jungen Mann wie dich kein Problem sein. Bist du bereit? Meinetwegen kann's losgehen. Das sieht irgendwie geil aus. Okay, wir steigern den Schwierigkeitsgrad etwas. Das ist die höchste Stufe. Ja! Zwei Stunden, oh Gott. Yippie! Gib mir die Sporen, Seekowboy. Ist das vorbei? Fast. Drei, zwei, eins. Du hast es geschafft! Okay, wir kommen runter. Cool. Ich dachte, du würdest spätestens bei der Stufe Extremgrasen absteigen. Aber du hast es geschafft. Yeah. Damit bist du in einem erlesenen Kreis, mein Freund. Nur wenige Männer haben den Ritt auf der mörderischen Seekuh überlebt. Komm an die Bar, Partner. Dort bekommst du deinen Affenkrug-Verzehrgutschein. Ja! Hier, viel Spaß mit dem Preis. Also gibt es tatsächlich zwei Weisen praktisch, wie man das machen kann. Einmal durch den Coupon von Stan und jetzt durch den Coupon von, wie heißt er denn jetzt? Wie heißt er eigentlich? Vom Barkeeper halt. So, das darf ich diesmal aber jetzt nicht verbaseln. Deswegen, meine lieben Freunde, werde ich jetzt nochmal abspeichern gleich, bevor ich mit der Frau rede. Nicht, dass ich denen das auch noch versemmel. Weil ich muss natürlich was machen, wenn ich da den Gutschein einlöse. Willkommen im Planet Threepwood. Ja, Marys. Diese Steuerung ist so zum Kotzen, ne? Ich kann es nicht oft genug betonen. Die Steuerung ist in diesem Spiel das Schlimmste. Wirklich, das Schlimmste. Also das werde ich auch dann am Ende des Spiels sagen, dass mir das echt nicht gefällt und dass die Grafik halt ein bisschen zu wünschen ist. Ich sag mal so, der Hintergrund und so, wie das alles animiert, ist schön, aber die beweglichen Charaktere sehen einfach grottig aus. Ist leider so. Ansonsten gefällt mir das Spiel ja ganz gut, muss ich ja auch zugeben. So, wir speichern das jetzt nochmal gemeinsam ab auf diesem Speicherpunkt hier. Ja. So. So, jetzt sprechen wir nochmal mit der Bedienung. Hi. Verzeihung? Hi, ich bin Elaine. Ich bin heute Nachmittag Ihre Kellnerin. Ich weiß. Bestell. Ich würde dann gerne bestellen. Was soll's denn sein? Den Burger. Guybrushs mächtiger Piratenburger klingt gut. Das dachte ich auch mal. Und zu trinken? Die Lago-Limo. Lagos Limo, bitte. Eine gute Wahl, Sir. Und wie möchten Sie bezahlen? Gutschein! Wie wär's mit diesem Affenkrug-Verzehrgutschein?
Ausgezeichnet, Sir. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir wegen der unerwartet hohen Nachfrage Kunden mit Coupons keine Vorspeisen mehr servieren. Sie erhalten jedoch nach wie vor Ihr Freigetränk im traditionellen Affenkrug. Ich sollte mich wohl hinsetzen. Die hört sich echt so motiviert an, ne? So, jetzt kommt's nämlich, meine lieben Freunde. Passt auf. So, jetzt sind wir hier. Und während wir hier sitzen, müssen wir mit dem Piraten sprechen. Genau. Ist es der? Ich hoffe. Entschuldigen Sie? Sie haben schon eine Karikatur. Werden Sie bitte nicht gierig. Aber ich will ein Bild von mir und dem Affencrew. Oh, in Ordnung. Aha. Was ist Ihre Lieblingspiratenbeschäftigung? Wie war denn das jetzt nochmal? War das jetzt wichtig? Ist eigentlich scheißegal, ne? Ich mach Schwertkämpfe. Ich liebe den Klang guter Schwertkämpfe. Allerdings hasse ich dieses schreckliche... wenn die Schwerter nicht sauber aneinander schlagen. Wissen Sie, was ich an den Piraten noch mag? Ihre verschrobene, völlig idiotische Ausrüstung. Holzbeine, Augen, ja. Papageienhaken. Sie sind einfach so seltsam. Und was ist Ihr Lieblingspiratenaccessoire? Papagei mache ich jetzt. Es gibt nichts Männlicheres als einen Piraten mit einem Papagei auf der Schulter, der sich denkt, wieso quält dieser dämliche Hanswurst zu seiner persönlichen Befriedigung unschuldige Papageien? Wissen Sie, was ich an Piraten nicht verstehe? Ich ahne Schreckliches. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Sie können doch nicht Ihr ganzes Leben kämpfen, die Welt umsegeln und Beute abschleppen. Oder doch? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Also, was glauben Sie, machen Piraten in Ihrer Freizeit? So, was war das jetzt noch? Hausarbeit, guten Buch, Kamin, Internet verbringen. Ja. Ja, komm, ich mach das nochmal. Ich habe gehört, dass mehr und mehr Piraten ihre Freizeit im Internet verbringen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich werde versuchen, es zu zeichnen. Hm? Ja. Fertig. Das ist für Sie, Sir. So, jetzt haben wir eine Karikatur mit dem Affenschädel. So. Danke für Ihre Unterstützung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der glücklichsten Insel der Welt. Danke. So. Jetzt wird's interessant. Ist das jetzt die neue Karikatur? Genau, das ist jetzt die Karikatur mit dem Affenschädel. Die nutzen wir jetzt und kleben den Leim drauf, den wir bei Stan geklaut haben. Jetzt kann ich das Ding irgendwo hinkleben. Genau. Jetzt nehmen wir das und kleben das, kleben das auf den Souvenirbecher, den wir geklaut haben, weil der hat ja auch diese zwei Henkel. Mann, der Krug sieht wirklich aus wie das Original. Haha. Und den können wir jetzt nehmen und gegen den anderen Krug austauschen. Verwende falschen Affenkrug mit Affenkrug. Achso. Sehr schön. Jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir nämlich aufstehen. Und die räumt jetzt ab, die Troller. Genau. Damit haben wir jetzt den zweiten Teil der ultimativen Beleidigung. Sehr cool. Ha. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um diesen Sprungrichterkram. Und dann brauchen wir halt noch den Hut bei den Papageien. Und das kriegen wir ja auch irgendwie hin. Ey, schön, wir kommen voran. Das freut mich gerade richtig. So. Hi, Murray. Was war das denn? Also, wir müssen jetzt hier weg. Eigentlich muss ich ja gar nicht zum Boot. Ich will nur zur Karte. Ich Idiot, wie komme ich denn zur Karte? Ach, da oben die Treppe hoch. Naja. Okay. Wohin gehen echte Piraten, wenn sie ein Seeräuberfrühstück für die ganze Familie zu einem vernünftigen Preis suchen? So, also hier ist das Sprungding ins Gedöns. Hi. Jetzt muss ich wieder zu den Richtern hin, diese dusselige Stelle hier. Okay, das ging ja ganz fix.
griesgrämiger Richter. Dem müssen wir jetzt die Broschüre von Stan zeigen. Diese hier, ne? Genau, die nehmen wir. Und geben die dem griesgrämigen Richter. Was ist das? Eine Broschüre von Stans Timesharing-Zentrum. Ja, und? Werfen Sie mal einen Blick auf Seite 3. Huch! Ihre rothaarige Frau fände es sicher außerordentlich interessant, wenn sie wüsste, wie viel Zeit sie mit dieser blonden Schlampe teilen, nicht wahr? Sie verstehen das völlig falsch, junger Mann. Sie ist nur eine gute Freundin der Familie. Wirklich. Wirklich? Tja, dann hat Ihre Frau sicher nichts dagegen, wenn ich ihr die Broschüre zeige. Warten Sie! Was wollen Sie? Was ist Ihnen die Sache denn wert? Ich gebe Ihnen Geld, Edelsteine, Häuser, alles. Aber bitte verraten Sie meiner Frau nichts. Na gut, alles, was ich will, ist ein fairer Wettkampf. Das ist alles? Wirklich? Wirklich. Sind wir im Geschäft? Sind wir. Aber glauben Sie mir, es wird Ihnen nichts helfen. DePollio ist zu gut. Ein Anfänger wie Sie hat keine Chance gegen ihn. Das werden wir ja sehen. Gut, dann haben wir den jetzt auch im Sack. Dann können wir jetzt nochmal DePollio herausfordern. Und dann sollten wir gleich endlich... Oh, ich komme hier raus. hier die bronzene Statue bekommen. Da bin ich wieder. Das sehe ich. Was kann ich für Sie tun, Mr. Threepwood? Nochmal antreten. Ich würde gerne nochmal gegen Sie antreten. Nochmal? Sind Sie Masochist oder was? Ich weiß nicht. Haben Sie China entdeckt oder was? Oh, in Ordnung. Vergessen Sie nicht. Sie wollten es nicht anders. Marco DePollio mit einer Alpha-Äffchen. Schwingendes Schwert. Rumpfass-Kombination. Er braucht für seinen Sprung nun absolute Ruhe. Tja, links, rechts, unten. Ich beneide Sie nicht, Mr. Threepwood. Also links, rechts, unten. Wir setzen die Narrenkappe auf. Plack. So. Okay, links, rechts, unten. Dann geht's los. Und... Ui, hört sich gut an. Cool. Gut. Sieht gut aus. Ja. Mann, Jungs, das ist unglaublich. Der Newcomer hat Marco DePollio geschlagen. Und was jetzt? Jetzt kommt das Stechen. Schere, Stein, Papier? Das hätten Sie wohl gern. In dieser Runde springen Sie zuerst und DePollio wird versuchen, Sie zu überbieten. Sie haben bewiesen, dass Sie meine Sprünge imitieren können, Mr. Threepwood. Aber ich bezweifle, dass Ihnen ein Sprung gelingt, den ich nicht beherrsche. Wir werden sehen, alter Tauchaffe. Gut, gut, die Planke gehört Ihnen. Ah, deswegen das Robbenöl. Ich glaube, weil er reibt sich jetzt mit dem Robbenöl ein. Kann das sein? Und dann lockt das die Tauben an. Vielleicht. Wir springen jetzt einfach mal was. Ich habe jetzt irgendwas gedrückt. Ich glaube links, rechts, oben. Cool. Gut. Sieht gut aus. So. Sehr gut, Mr. Threepwood. Moment, ich muss mich jetzt auf meinen Sprung vorbereiten. Ah. Kommt das jetzt mit dem... Was Marco nicht weiß, ist, dass wir sein Robbenbabyöl durch das Star Buccaneers Schmierwhiz ersetzt haben. Wir sind gespannt. Jetzt kommen bestimmt die Tauben. Jetzt, mein Freund, bewundern Sie den Meister in Aktion. Nun wird Marco DePollio versuchen, Guybrush Threepwood zu schlagen. Ich bitte um absolute Stille für seinen Sprung. Was? Zu. Weg da! Ladies and Gentlemen, der neue Weltmeister im Plankenspringen heißt Guybrush Threepwood.
Ich protestiere. Das war kein fairer Wettkampf. Ich fordere eine Revanche. Sofort. Ich bin Marco De Pollio, der größte Plankenspringer der Welt. Marco. Pollio. Wer war das? Marco. Pollio. Aufhören. Ich lasse mich nicht verspotten. Marco. Aufhören! 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 Pollio! Toll! Sehr schön. Wie es Elaine wohl geht? Oh, Cutscene. Hey, danke, dass Sie zur Wahl gekommen sind. Nicht vergessen, eine Stimme für mich ist eine Stimme gegen den Höllenpiraten. Danke für die Unterstützung, Bürger. Gleich um die Ecke gibt es das Fest und den Grog. Stimmt nicht für Charles. Er ist in Wahrheit LeChuck, ein Zombie, ein Geisterpirat aus der Hölle. Ach, hören Sie auf, Mrs. Threepwood. Jeder hier weiß, dass LeChuck tot ist. Ihr Ehemann hat ihn selbst getötet. Sie müssen nachsichtig mit dir sein, Mr. Charles. Ich denke nicht daran, mein Freund. Oh, da seht ihr! Charles ist LeChuck! Seht doch! Ja, damit wäre das wohl geklärt. Ich werde jetzt meine Sachen packen und meinen Einzug in die Gouverneursvilla feiern. Läuft nicht so gut bei Elaine. Ja, hat er schon in der Hand. Ja, cool. Dann haben wir jetzt ja schon zwei Teile. Und jetzt gehen wir doch mal zum, wie hieß denn das Atoll nochmal? Ich hab den Kurin, ne? Kurin Atoll. Oh, das ist das hier. Ich hasse das. Ohne Witz. Es ist so doof gemacht. So. Okay, dann, zum Boot, ne? Kann ich hier auch lang? Ja, dann müsste ein. Ey, wieso gehst du denn nicht um die Kurve rum, mein Freund? Das ist doch zum Kotzen. Ohne Witz. Kannst du direkt hier runter gehen? Nein, kann er nicht. Da wollte ich gar nicht lang. Ich darf... Wie komme ich jetzt zum Boot? Ich will doch nur zum Boot. Traumstrand. Da will ich hin. Das hebe ich nicht auf. Wie komme ich jetzt zum Boot, verdammt. Ich habe jetzt da unten angelegt und komme jetzt nicht mehr... Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel, ne? Ey, wenn ich da jetzt nicht mehr hinkomme, ne? Mesdames et Messieurs, wenn das Boot nicht hier ist, habe ich echt ein Problem. Nein. Scheiße, wie komme ich jetzt zum Boot? Gemeinschaftsruderboot. Die Handelskammer von Jambalaya Island. Nein, danke. In der letzten Folge hatte ich schon genug Privatstrände. Ey, das ist doch jetzt nicht... Ich komme nicht mehr zum Strand zurück. Ey, das glaube ich jetzt nicht. Weil ich das Boot jetzt unten an der Insel geparkt habe, komme ich da jetzt nicht mehr hin, oder wie? Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Da muss ich... Oh, wenn ich das jetzt alles wiederholen muss, ne? Ich möchte einfach nur zum Latin-Atoll. Da unten ist mein Boot. Ich versuche jetzt hier ganz langsam... Oh, er dreht da wieder rum. Ey, das ist doch nicht wahr. Halt, was war das? Ne, ich will nicht zu Stan. Ich komme da nicht hin. Ich komme nicht zum Boot. Geh zu Strand. Bitte, bitte lass das gehen. Oh, ich habe echt jetzt gerade... Ohne Scheiß, Leute. Ich hatte gerade so eine Panik, dass ich jetzt das Spiel verbuggt habe oder sonst irgendwas. Was ist das Gemeinschaftsruderboot, das ich mir geliehen habe? Ja, das sollst du benutzen, mein Freund. Ist doch nicht so schwer. So, jetzt reisen wir zu den Piraten zurück. Papageien. Beides. Und jetzt suchen wir den richtigen Stein, wo wir graben müssen. Da bin ich ja mal gespannt. Da muss ich jetzt mal
drauf achten. Also der eine Papagei soll ständig mit dem Kopf nicken. Das werde ich ja gleich feststellen. Hi. Ich verschwinde! War das jetzt hier rechts oder da oben? Ich glaube hier, ne? Ja. So, pass mal auf. Aktuell bewegt sich gerade keiner. Also, ja. Ich versuche nochmal mit dem Papageien links zu reden. Chuck Nerv, was bist du? Was bist du? Ein Papagei! Der hier sagt offensichtlich die Wahrheit. So, und jetzt darauf achten, wenn die jetzt wiederkommen, sollte einer ständig mit dem Kopf wackeln. Hä? Wo denn? Ich sehe nichts. Das verstehe ich nicht. Bist du der Papagei, der immer lügt? Hä? Ist Tiny Lafits Hut unter diesem Felsen vergraben? Ja! Wenn ich diese verdammten Vögel doch nur auseinanderhalten könnte. Aber ich habe doch gerade eben schon rausgefunden, dass der eine... Hä? Verstehe ich nicht. Ich muss mir das gleich nochmal angucken, wie das gemeint ist. Oder muss ich nochmal mit dem Rechten aussprechen? Wie heißt die Hauptstadt von Norddakota? Ich hab wohl! Der hier lügt wie gedruckt. So, jetzt weiß er, dass einer lügt. Mal gucken, ob der jetzt vielleicht... Na? Komm. Bewegt eure Köpfe. Die bewegen doch beide ihre Köpfe. Verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich muss da nochmal gucken, wie das jetzt funktioniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.